Bist du bereit für Dino Crisis 2? Sie warten schon auf dich. Capcom. Und natürlich Virgin Interactive. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt Dino Crisis 2. Wuhu! Ihr habt abgestimmt und habt euch für dieses Spiel entschieden. Naja, also eigentlich haben alle dafür gestimmt, bis auf ein, zwei Personen. Von daher, ja, ich freue mich. Aber erstmal hier auf jeden Fall den Ton weit runterschrauben. Ich weiß nicht, ob das so okay ist. Ich würde mal sagen, wir schauen mal. Und ich nehme jetzt erstmal auch nur den ersten Part auf und ihr könnt mir dann in die Kommentare schreiben, ob der Ton so gut ist, ob der lauter soll, ob der leiser soll. Irgendwie sowas halt, ne? Und ja, wir starten jetzt mal ein neues Spiel. Auf leicht. Also ich kann irgendwann vielleicht auch nochmal auf Mittel machen, aber Mittel ist sowas von schwer. Ich habe das nur einmal wirklich auf Mittel gespielt, aber auch mit endlos Munition und es ist Horror. Deswegen auf leicht. Passed since the Third Energy incident. Dr. Kirk's research on Third Energy has been taken over by a government agency, and massive research has begun at a base somewhere in the Midwest. However, in their pursuit of immediate results, they have failed to take the necessary precautions, and once again, an accident has occurred. This time, the entire research base, military institution, and a small town close by have disappeared. In their place, there now lies a jungle from another time. May 10th, 2010. I'm about to step through a gate into another time. Or maybe it's another world. I'm being sent in with other members of TRAT. Our mission? To rescue 1,300 survivors and collect data on the Third Energy Project. Hey Sarge, where do you want this? Did you organize out of the transmission on this GPS? There's something wrong. Hey. Ah!
So, this is the Cretaceous way of welcoming guests, huh? Not exactly the red carpet treatment. Hmm. There's no response. I'm pretty sure my team's all right. There's more than 1,000 survivors. Let's get moving. Now, hold on. What was your name again? Hey! The ivy is wrapped around the door. It won't open. Let's try the door over there. Oh, come on. Didn't they teach you how to open a door at SWORD training? Here, I'll show you. Watch this. Yeah. That weapon definitely suits a Trat member. But I prefer to go in this way. See ya, Mr. Barbarian. Hey, the name's Dylan. Call me that when you need some help, okay? Yeah, yeah. Ja. Und welche Überraschung, wir spielen nicht mit Regina, wir spielen mit diesem Dylan. Eben kurz gucken wir nochmal in die Soundeinstellungen. Optionen, genau. Ist es so geblieben? Ja, es ist so geblieben, das ist wunderschön. So, es sind ein paar Sachen anders. Wir sind hier jetzt natürlich nicht mehr in irgendeinem Gebäude oder sowas, ne, wie ich schon mal gesagt hatte. Wir sind hier irgendwo mitten im Dschungel auf einer Insel und sollen Überlebende finden. Und zwar eine ganze Menge. Und Daten über die dritte Energie. Und es war ja so klar, dass wieder mal irgendetwas schief geht, dass mit Dr. Kirks Forschung weitergemacht wird. Es war so klar, wie das halt immer so ist. Und wir haben nicht mehr als Standardfortbewegung gehen, außer wenn wir rückwärts gehen, sondern laufen. Das heißt, wir können nicht mehr gehen, wir laufen jetzt ständig. Und ja, naja, wir schauen uns erstmal hier um. Was ist denn mit dir, Kumpel? Ah, nimmst du kleines Midi-Pack? Ja, nehme ich mal, ne? Du hast kleines Midi-Pack. Dankeschön. Hast du noch was? Es sieht so aus, als ob sein Torso aufgerissen wurde. Er muss vor einer Weile gestorben sein. Joa. Und hier beim Auto? Ist doch ein Auto, oder? Naja, not really. Beide leer und total verrostet. Okay, und was bist du, ein Gabelstapler oder so? Der muss schon lange unbenutzt sein. Hier ist überall Efeu. Sieht so aus, als ob man den nicht mehr bewegen kann. Ja. Und hier ist Regina durchgegangen, ist inzwischen auch schon wieder rot. Das heißt, wir können nicht ihr folgen. Und ja, deshalb gehen wir mal hier rein. Mit Mr. Barbarian gehen wir mal hier lang. Dschungel Nordroute 1. Ja. Darf ich mal hier raus? Danke. Oh, scheiße. Geh mir aus dem Weg, ey. Ah. Naja, das bisschen Energieverlust ist okay. So. Lasst uns einfach alle in Ruhe. Was ist hier? Mittleres Medipack nehme ich auch gerne mit. Klar. Wow. Ah ja, so geht es. Alles klar. Oh Mann. Ja, ist klar. Haha, Konter, Baby. Ich möchte gern zur Leiter, danke. Ah! So, und tschüss.
Nein. Geht doch. Mann, wieso hat der nicht richtig gezielt hier, der Junge? Nein, ich wollte... Nein. Nein. Nein, ich... Nein. Ist gut. Ich wollte doch nur einen Quick-Turn machen. Wow, scheiße. Ich muss jetzt mal wieder richtig reinkommen. Oh, natürlich. Ist ganz klar, Junge. Verdammt. Naja. Ihr seht schon, wir kriegen für jeden Dino, den wir töten, Punkte. Und damit können wir uns verschiedene Dinge hinterher an einem Shop kaufen. Ach, ich hab dich gar nicht gesehen. Nein. Nicht schon wieder da lang. Ah, ich wollte doch einfach nur zur Leiter. Hoch. Ich wollte jetzt gar nicht zweimal schießen, aber egal. Dreh dich. Konter, sehr schön. Ich hätte gerne das Midi-Pack. Ja, möchte ich. Danke. Sobald wir irgendwie den Bildschirm hier wechseln, dann kommen sofort auch neue Dinos. Das ist natürlich ein bisschen nervig, aber was soll's, ne? Ja. Da kommst du auch noch hoch. Schön. Na, lauf denn. Lauf. Wow! Yay, Bonus für keinen Schaden. Geil. Oh. Mann. Hey! Who are you? Are you one of the survivors? We came here to rescue you. Tja. Anscheinend will diese Person nicht gerettet werden oder so. Wer weiß. Oh, da liegt was. Na, was ist das denn? Du hast eine Dino-Datei gefunden. Die Datei enthält Daten des Militärs über die Dinosaurier. Cool. Velociraptor. Bedeutung: schneller Räuber. Länge 4,8 Meter. Wow. Höhe 1,8 Meter. Beobachtungsbericht. Zu Anfang dachten wir, dass Dinosaurier langsame und dumme Reptilien seien. Wir erkannten bald, dass dies nicht stimmte. Der Velociraptor hat uns widerlegt. Die Klauen an seinen Füßen sind scharf wie Klingen, wodurch er einen kräftigen und tödlichen Schlag bekommt, der ihn zu einer Killermaschine macht. Mit dem langen, harten Schwanz hält er die Balance, kann jedoch damit auch hart angreifen. Ein Schlag seines Schwanzes genügt, um Knochen zu brechen. Krass. Kampfhinweise. Wenn du auf Velociraptoren triffst, drehe ihnen niemals den Rücken zu.
Sobald du läufst, wirst du zu ihrer Beute. Ja, wenn ich stehen bleibe, auch. Hm. Kein Soldat ist jemals zurückgekommen, nachdem er vor einem Velociraptor weglaufen wollte. Die Grundregel in dieser Welt ist stehen geblieben, ist stehen bleiben und kämpfen. So. Die Velociraptoren sind die am besten gediehenste Rasse unter den fleischfressenden Dinosauriern dieser Welt. Verschiedene Varianten sind über viele Gebiete verstreut. Verhalten und Ausdauer variieren, aber ein Merkmal haben sie alle gemein: ihre Schnelligkeit. So ein Scheiß. Im Kampf mit ihnen sollte man keine schweren Waffen einsetzen. Naja, wir haben eigentlich eine schwere Waffe, aber passt schon. Es wurde zudem gelegentlich von blau gefärbten Velociraptoren berichtet. Stimmt, die haben wir auch schon im ersten Dino Crisis gesehen, ne? Diese wurden als Ultraraptoren beschrieben. Die sind voll ultra. Mit einem gefürchteten Angriff und einer unglaublichen Härte. Wenn du dich für einen echten Jäger hältst, mach dich auf die Jagd. Oh yeah. Boom, Baby. Gut, ich würde sagen, hier beenden wir dann auch den Part, denn hier ist der erste Shop und auch der erste Speicherpunkt gleichzeitig. Deswegen speichern wir hier ab und machen dann erstmal hier Ende. Ich lade mir eben auf jeden Fall meine Waffe nach. Nachladen, genau. Dankeschön. Ja. So. Zusätzliche Munition und eine zusätzliche Waffe kann ich mir dann im nächsten Part kaufen. Aber wir speichern erstmal. Ja. Jo. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, danke fürs Ansehen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.